Corbinian, ciao. Sehr übel. Was geht ab? Die deutschen Beatles sind wieder back. Heute mal wieder mit einem Kilhoman am Start. Und zwar dem Machir Bay Cask Strength. Ja, er heißt 2021 Edition, ist aber trotzdem eigentlich der einzige, den man aktuell noch oder überhaupt so bekommen kann. Aber mehr dazu später nach der Werbung. Hau mal ein bisschen aus der Brennerei raus. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Wir haben eine familiengeführte Brennerei, die, wie ihr wisst, hoffentlich, wir sehr schätzen. Eine ganz kleine Brennerei, die eine Kapazität hat von so 650.000, zwar Pläne zum Erweitern auf über 900.000 Liter. Produziert werden ganz viele unterschiedliche Whisky-Varianten. Man hat ein bisschen unterschiedliche Fassreifungen mal experimentiert. Man hat aber immer eine Fermentationszeit von um die 90 Stunden im Schnitt. PPM-Gehalt von 50 ppm, wenn man es von Port Ellen Maltings bezieht. 20 ppm, wenn sie ihre eigene 100% Eilergerste verwenden. Und hier haben wir jetzt dann auch nämlich die 50 ppm, also es dürfte heute rauchig werden. Freue ich mich schon drauf. Was wir auch haben, wie schon gesagt, ist ein fassstärker Whisky heute am Start. 58,3 Volumenprozente, natürlich wie immer nie kühlfiltriert und auch nicht gefärbt bei Kilhoman. Ja, ihr kennt mit Sicherheit alle den Machir Bay mit 46%. Das ist so die Standardabfüllung der Standards von Kilhoman. Jetzt gibt es hier die fassstarke Abfüllung. Das ist so, dass man im Jahr 2020 auf diesen Europa-, Asien-, Amerika-Touren mal eine solche Abfüllung rausgebracht hat, die dann so unglaublich gut ankam, dass sich das ganz viele gewünscht haben, weswegen man dann diese 2021 Limited Edition rausgebracht hat. Marci hat es schon gesagt, das ist der einzige auf dem Markt. Der kam auch nicht 2021 raus, sondern wurde dann abgefüllt 2022 im Oktober. Ja, aber da man einfach die Kartons schon hatte, ist man dann dabei geblieben. Und warum er auch heute noch so gut verfügbar ist, liegt daran, dass es über 18.000 Flaschen gibt. Preislich liegen wir so bei 65 bis 70 Euro. Wir haben 90% Bourbonfässer drin, 10% Sherry. Whisky Porn. Whisky-Porn war wie immer wunderschön. Manche sagen auch, sieht aus wie ein Werbevideo, aber ein größeres Lob gibt es ja eigentlich nicht. Aus dem Grund bitte mal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Sehr gern. Und wir gehen jetzt mal ins Luxing. Ja, bin absolut sehr ready. Ja, absolut. Hallo. Hallo, Kilhoman. Okay, erst dachte ich, oh, geil Vanillerauch und dann war es einfach Spargel. Das ist einfach Spargel, Alter. 1000%. Also es ist ja zum Glück schon rauchiger als Spargel, aber so grundsätzlich aber wenn du die zum Note einfach Spargel macht. Oder halt, wenn der nach dem Spargel aufs Klo. Ja, ich sagen, wenn du vom Spargel nachher pissen musst, ja, oder nachdem du Spargel gegessen hast, pissen musst, riecht es einfach genauso. Scheiße. Ja. Geil. Nur, aber halt geht also deine Nieren untersuchen. Nee, ja, Spargel passt ja schon. Spargel passt ja auch. Sticht, Alter. Das hat jeder. So. Also, das hat nicht jeder, aber die meisten haben das. Alle haben das. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, 46% der Menschheit hat es. Habe ich neulich irgendwo mal gelesen. Ich muss schon sagen, der Alkohol sticht schon immer wieder mal. Ja, den finde ich bei mir noch Nase ganz gut gerade. Ja. Zieh mal richtig. Okay. Ich finde aber schon, dass die 58,3%, die sind ordentlich da. Mhm. Aber wir haben hier einen fast starken Whisky, der jetzt auch nicht so unglaublich alt ist. Ja. Und dafür wiederum finde ich ihn eigentlich sehr gut integriert. Aber ist schon die Vanille mit diesem getreidigen Kilhoman-typischen Rauch und diesem leichten Spargel-Touch. Ich glaube, das sind genau die Noten, will ich. Deswegen habe ich vorhin auch gleich kurz Hallo Kilhoman gesagt, weil es war sofort vertraut. Gerade auch wegen dem Alter nochmal. Wir haben ja einen Nas-Whisky. Bei Kilhoman ist in der Regel schon so, dass wir eigentlich 8-Jährige verwenden. Kann schon sein, dass hier jetzt auch nochmal ein bisschen jüngere, so 6-7 mit dabei ist. Würde auch passen. Ich finde ihn schon ein bisschen stark, so vom Alkohol. Ja, ich finde ihn auch relativ stark vom Alkohol. Ich finde nur der Unterschied zum normalen Machir Bay. Der normale Machir Bay ist wesentlich, aus meiner Sicht, noch wesentlich rauchiger, wesentlich getreidelastiger. Mhm. Es kommt hier ein bisschen mehr diese Vanillesüße ein bisschen mit raus. Ich finde auch so eine leichte Zitronensäure. Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Ich habe so geräucherte Zitronenschalen. Genau. Und dann halt diesen leichten Spargel-Touch, den ich aber gar nicht so negativ finde, sondern eigentlich halt einfach noch so ein bisschen dieses erdige, getreidige mit unterstreicht. Ja. Und auch so ein bisschen die Süßliche vom Spargel. Ja, das. Ja. Ja, so Hollandaise halt noch ein bisschen oben drüber. Ja. Ja. Ja, aber es ist schon auch so eine leichte Zitronenspritzigkeit. Mhm. Auf jeden Fall nicht nur leicht, finde ich. Also, du merkst schon, dass eine ordentliche Zitrone drin ist. Und so eine, als wäre eine Schicht brauner Zucker irgendwo noch versteckt. Aber ich habe schon echt auch ordentlich Alkohol am Start. Ja. Also, das merkt man schon deutlich. Also, da gibt es wirklich
auch ähnlich starke von Kilhoman, die da ein bisschen sanfter sind. Ja, alles in allem gefällt er mir eigentlich schon mal von der Nase. Mhm. Vor allem schon auch eine gute Ergänzung zu dem Standard Machir Bay. Mhm. Einfach nochmal stärker. Und wenn man dann so ein bisschen den Vergleich zieht zwischen Machir Bay und dem Machir Bay in Fassstark und jetzt ein bisschen schlechter Vergleich, aber trotzdem dem Senake und dem Loch Gorm, da finde ich auch den preislichen Sprung viel angemessener. Ja. Und dann aber das, was am Meer obendrauf ist, finde ich durch diese Vanille, Zitronensüße, da kommt einfach ein bisschen was mehr. Aber guter Punkt, weil höhere Alkoholstärke sorgt dann natürlich auch für einen höheren Preis. Muss er irgendwie auch gerechtfertigt werden. Ja. Und da finde ich es auch gut, dass der Sprung nicht zu hoch ist. Also man kann sich gerne eigentlich beide gönnen, ja, und die dann auch so vergleichen oder erst den mit 46 und dann den hier. Und für 65 Euro ist die Nase, finde ich bislang ziemlich gut. Ja. Soll man sippen? Ja, ja, let's go. Sehr gerne. Das war schön. Ich finde ihn wesentlich rauchiger, ja, vor allem so zum Abgang hin. Ja, ja, gefühlt brennt es noch. Ja, aber eine ganze Brennerei, Alter. Die ganze Brennerei aber brennt. Finde ich geil, Mann. Mit den Feldern. Mhm. Ja, schöne getreidige Fackel. Mhm. Ja, der wird gefühlt auch im Abgang immer schärfer sogar. Jetzt lässt du langsam nach. Ich fand den auch relativ scharf. Ja, ja. Sehr schön. Ich finde so ein bisschen im Mund hast du das Gefühl, dass aus diesem Vanille, Zitrone, dann übergeht es ins Getreide und dann zündet dir jemand das Getreide an. Ja. Weil der Rauch, finde ich, setzt so ein bisschen mit einer Verzögerung ein im Geschmack. Kommt dann aber richtig brutal und zieht sich vor allem im Abgang voll durch. Also Mund finde ich wirklich richtig gut, muss ich sagen. Also ein bisschen zu scharf oder zu jung. Mhm. Ja. Hätte noch einen Ticken, ja, angenehmer sein. Ich finde es nicht unerträglich, aber man merkt es. Ja. Und vor allem, ja, dafür, dass es Fassstärke ist, zum Glück sind es ja in dem Fall nur 58,3. Gibt der Brennerei, da sind es halt locker auch mal über 60%. Ich finde, der hat jetzt auch so einen geschmacklich wie Moos irgendwie sowas. Ich wollte es gerade sagen, weil da kommt noch was. Ja, aber was keine typische Salzigkeit. Nee. Ja, und was man auch gar nicht rausschmeckt, sind die 10% Sherryfässer. Also die sind nur zum Binden drin. Die sind nur zum Binden drin, das Ganze komplexer zu machen. Ja, richtig. Und würde mich interessieren, wie es ohne die gewesen wäre. Mhm. Aber meistens ist tatsächlich so, dass allein ein Sherryfass einen riesen Unterschied macht bei einer Abfüllung. Okay. Aber viel mehr jetzt zu ihm zu sagen, gibt es dann eigentlich auch nicht. Also man hat so diese doch schon eine verständliche Steigerung zum normalen Machir Bay. Also ich finde schon, dass es auch ein sinnvoller, logischer Schritt ist, der mir auch ziemlich gut gefällt. Aber er hat die Noten, die wir jetzt genannt haben. Und dann bis jetzt habe ich jetzt noch nicht so viel, also noch nicht viel mehr aus ihm rausbekommen. Nee, außer gespannt wegen der Alkoholstärke. Jetzt, wenn die Flasche auch offen ist, ja, jetzt nicht nur bis zum Recap, sondern generell die Monate oder normale Menschen behalten solche Flaschen ja auch über Jahre. Mhm. Dann ja, mal gucken, wie sich dann ändert. Ja. Perfekt. Aber der hat auch so, erinnert mich schon arg an einfache Bourbon Artback Abfüllungen. So. Ich hatte vorhin schon mal, aber gut, die beziehen beides Malt von Port Ellen. Produktionsweise ist natürlich anders, aber trotzdem ziemlich ähnlich. Ich hatte vorhin, zwischendurch hatte ich auch mal den Gedanken kurz, aber eher in der Nase sogar. Ich finde aber das Artback, die Artback-Rauchigkeit ist ein bisschen sanfter. Mhm. Ich finde von Kilhoman wesentlich ein bisschen aggressivere Rauchigkeit. Der hier. Der vor allem wesentlich aggressivere Rauchigkeit, die einem gefallen muss. Aber die leichte Zitronensäure und auch die Vanille, die da mitbringt, die sanften das so ein bisschen ab. Ja, für mich eigentlich auch das Überraschendste jetzt an der Abfüllung. Ich konnte da schon so ein bisschen einschätzen, in welche Richtung es geht. Aber diese krasse Rauchigkeit im Mundgefühl hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja. Drückst du den Punkten auch sagen, die habe ich nämlich auch schon. Ich gehe auf 86. Dann bin also auch im sehr guten Bereich hier. Ja, für so einen ziemlich jungen Whisky, sag ich jetzt mal, mit der hohen Alkoholstärke ist dann trotzdem echt gut gelungen. Also gerne auch weitere Editionen. Kilhoman, macht das mal. Ja, sehr gern. Ja, jetzt dürft ihr. Ja, jetzt schon. Ja, sehr gern. Ich gehe mit meinen Punkten auf 84. Ich finde ihn tatsächlich besser als gedacht. Aber generell ist halt einfach nicht genau mein Geschmack. Deswegen bei mir 84. Aber ich denke mal, die anderen davon, zwei. Davon bin ich ausgegangen, weil es wirklich doch sehr rauchlastig ist und auch jetzt nicht so deins ist. Und der lebt vom Rauch, von dem relativ sanften Rauch in der Nase, übergehend in den sehr starken Rauch im Geschmack. Auch im Abgang finde ich sehr stark. Mhm. Ich gehe auf 87 Punkte, weil genau das mir sehr gut gefällt. Das Einzige, was ihn auch noch von mehr abhält, ist der Abgang aus meiner Sicht. Der ein bisschen, der ist rauchig, aber sonst kurz und rauchig finde ich. Das trifft sich echt perfekt, weil ich mache die ganze Bank voll mit 85. Ich bin auch im sehr guten Bereich noch.
Aber gerade zum Beispiel das, was ich hatte mit dem Spargel, das hat für mich irgendwie ja gar nichts verloren. Also, ja, keine Ahnung, was das soll, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ansonsten, abgesehen von der Note, ist der halt schon ziemlich stark. Wenn man jetzt dann die Punkte vermischt mit dem Alter, was man nicht weiß, aber ich sage jetzt mal 5 Jahre wahrscheinlich nur, das bedacht dann mit 65 Euro, dann hast du eigentlich schon ein Produkt, das ganz gut funktioniert. Ja, also da sind wir in einem sehr guten Bereich. Ja, ja. Besser hätte man es nicht formulieren können. Ja, sehr gern. Machen wir einen Abgang, würde ich auch sagen. Perfekt. Wieder schauen. Reingehauen. Schwarz. Mach hier Rachen hauen.